Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Ebrunus ist wieder am Start und zwar in der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um eine Videodoorbell, also eine Videotürklingel. Das Ganze kommt hier wieder von Winies daher und wir schauen uns dieses Gerät mal an. Ich hatte so ein Ding letztes Jahr schon mal vorgestellt, allerdings gibt es jetzt eine Neuerung. Und zwar hatten wir letztes Jahr einmal die Doorbell einzeln, also das ganz normale Gerät. Und jetzt gibt es die Türklingel im Endeffekt mit einem kleinen Klingelgong. Das heißt, das Ding klingelt dann drinnen auch nicht nur auf eurem Smartphone, sondern auch irgendwo im Dachgeschoss, im Keller, wo ihr kein WLAN vielleicht unbedingt habt oder WLAN habt, aber könnt ihr das Ding dann in die Steckdose reinstecken. Kostet diesmal 96 Euro, gibt allerdings gerade einen 15 Euro Rabattgutschein offiziell über Amazon. Ansonsten gibt es für 68 Euro, also 67,99 gibt es die ganz normale Videodoorbell, die über Smart Life funktioniert. Full HD. Kamera hat das ganze Gerät mit Alarm, mit Videoüberwachung, mit Micro-SD-Karte, mit Aufzeichnung, zwei Wege, Audio, Nachtsicht, Motion Detection heißt Bewegungssensor, da gucken wir jetzt gleich nochmal rein. Das erkläre ich auch gleich nochmal, denn wir hatten uns ja das Gerät schon mal so im Endeffekt angeschaut, aber wie gesagt, mit der anderen, wie oft sage ich eigentlich noch, wie gesagt, jetzt an der Stelle, sagen wir es mal so, mit der anderen Türglocke obendrauf. So, wir müssen das Ganze hier bloß erstmal rausbekommen, dann haben wir, wie gesagt, da im Endeffekt das Gerät drinnen. Jetzt muss ich bloß mal schauen, wann ist es möglich, dass man hier mal die Verpackung öffnet, ohne gleich alles kaputt zu reißen. Sehr schön. Haben wir. Ziehen wir mal raus. Da ist dann auch schon alles drin auf dem ersten Blick. Das Ding brauchen wir nicht. Wir haben einmal eine Anleitung. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Ist sehr selbsterklärend. Wir haben die Kamera. Die hat halt einen eingebauten Akku drin. Das ist sehr praktisch. Das heißt, ihr könnt das anschließen ans Klingeltrafo, das geht hier rüber, Plus und Minus, oder ihr macht das so und ladet die halt auf, ganz normal, das geht hier an der Seite, denn das Gerät hat sich nicht verändert, da haben wir einen Micro SD haben wir auch, das ist der hier, Micro SD Karten kommen da rein, aber einen Micro USB Anschluss und dann haben wir die Möglichkeit, Mahlzeit, Entschuldigung an der Stelle, werden die ersten witzigen Kommentare gleich wieder kommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze dann am Klingeltrafo zu befestigen oder einmalig aufzuladen. Dann haben wir den Reset und den On-Knopf. Das war es eigentlich schon. Smart Doorbell heißt das Gerät. Wir haben hier drin den Bewegungssensor und natürlich Night Vision, also Nachtsicht in dem Moment. Und wie gesagt, überall lässt sich das Gerät dann dran anbringen. Jetzt machen wir Folgendes. Wir schauen uns erstmal die Scheiben an, also die Extra-Klingel nochmal oben drauf. Das ist hier dieses Gerät. Hat verschiedene Melodien. Ich weiß nicht wie viel, müssen wir mal gucken. Über 30 waren das, glaube ich. Und wir können die Lautstärke dann noch zusätzlich und die verschiedenen Klingelmelodien einstellen. Die bimmelt dann ganz laut, wenn die verbunden ist mit dem Gerät. Und wir haben hier drin halt noch so einen kleinen Effekt, dass ihr das auch optisch wahrnehmen könnt. Und die ist auch meines Erachtens nach ziemlich laut, denn da hatte ich schon mal so eine ähnliche Funkklingel dabei. Hier unten drunter sollte eigentlich noch irgendwo der Rest vom Schützenfest lagern. Müssen wir mal schauen, wie wir die Packung hier aufbekommen. Das ist schon wieder alles viel zu wild. Genau, da ist es drin. Ach so, okay, das hätten wir einfach nur hochziehen müssen. Dann schauen wir mal da rein. Da haben wir dann die Befestigungsplatte, das Befestigungswerkzeug, also Schrauben und dergleichen. Und noch ein Micro-USB-Kabel ist dabei. Das Gerät können wir dann hier auch noch anschrauben. Das geht dann auch. Jetzt muss ich bloß mal schauen, wie genau das hier drauf sollte. Irgendwie ist es auf jeden Fall möglich, dass man das hier reinschraubt. Gucken wir uns gleich nochmal. Ach so, halt, Moment. Genau so macht man das. Haha, so ist der ganze Spaß möglich. Dann habt ihr das hier sozusagen drin sitzen. So, und dann könnt ihr die Kamera auch so dran befestigen. Das heißt, einfach nur festschrauben und dann könnt ihr die hier individuell rausnehmen. Die Kabel kommen hier oben an der Stelle durch. Könnt ihr natürlich einerseits entweder nach links mit dem Winkel machen oder nach rechts mit dem Winkel machen. Deswegen, wie gesagt, so einen angeschrägten Modus, dass man halt nicht geradeaus guckt, sondern wie gesagt, wenn man es hier an der Wand befestigt, dann kann das ein wenig um die Ecke starren. So oder so. Also schon mal eine ziemlich praktische Sache. Das heißt, die Platte ist kein Muss. Die Platte ist definitiv ein Muss, um das Ding überhaupt zu befestigen. Ansonsten können wir es halt nicht an der Wand befestigen. Micro-USB-Kabel, habe ich ja schon gesagt, müssen wir nicht die ganze Zeit dran lassen, sonst wäre sie nicht wasserdicht, sondern hinten kommt dann die dauerhafte Stromversorgung drauf. Die Akkus, die drin sind, sind auch fest verbaut. Die kriegen wir so jetzt nicht raus. Soll also kein Problem sein. Dazu haben wir im Lieferumfang die Kabel drin. Die von eurer normalen Klingel kommen, Plus und Minus, könnt ihr dann sozusagen hier direkt anschließen. Und was sind denn das für Kappen? Für die Schrauben anscheinend?
Habe ich auch noch nicht gesehen. Interessant. Okay, ganz normale Schrauben haben wir auch mit dabei. Und sogar einen kleinen Schraubenzieher. Den haben wir hier anscheinend auch mit dabei. Genau, ist alles da inklusive. Aha, sehr gut. Dann haben wir zur Not noch eine Haftplatte, falls wir das Ding an die Tür direkt dran kleben wollen. Das ist dann natürlich so, dass das Ding hier per Akku sozusagen richtig fett befestigt ist. Idealerweise hier hinten dran, ja. Denn ansonsten, wie gesagt, zieht ihr ja das Ding jedes Mal wieder ab. Also hier, das könnt ihr dann rein und raus packen. So, jetzt schalten wir die Klingel erstmal an. Da geht sie auch schon an. Das ist jetzt der erste Start, den machen wir jetzt mal direkt live. Und ich werde das Ding jetzt einfach mal direkt mit der Smart Life App verbinden. So, die fährt jetzt langsam hoch. Mal sehen, ob die mit uns spricht. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich hatte hier vom letzten Jahr die Winies Doorbell. Und zwar hier einmal noch die ganz normale. Die ist jetzt gerade offline. Das heißt, wir müssen jetzt bloß mit der neuen uns verbinden. Ich gehe ganz normal hier bei der Smart Life App oben drauf, gehe dran auf Add Device. Jetzt fragt er mich selbstverständlich erstmal, welches Device ich hier zufügen möchte. Jetzt müssen wir selber erst nochmal ganz kurz gucken, denn wir haben Video, genau, Smart Doorbell, da drücken wir dann direkt mal drauf. Und sobald das Gerät hier anfängt zu blinken, genauso wie jetzt gerade, ja, der Indikator blinkt jetzt gerade, drücken wir dann auf Next. Dann, wie gesagt, packe ich jetzt bei mir hier das WLAN rein und das WLAN-Passwort. Wir gehen dann wieder auf Next. Wir sagen ja, es ist bei mir 2,5 und 4 GHz. 2,4 und 5 GHz wahrscheinlich so rum. Das ging wirklich schnell. Jo, ich habe was gehört. Dann drücke ich da direkt drauf. Das war ja wirklich ultra schnell verbunden und das Ganze ohne einen Cut zwischendurch. Da kannst du jetzt aber nichts sagen. Hier steht's, Winy Smart Video Doorbell. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er dieselbe nochmal nimmt bei mir. Weil ich habe jetzt zwei Stück, das heißt, ich könnte schon online. Das ging ja wirklich ganz schnell. Ja, 65% Akku ist da drin sozusagen jetzt schon geladen. Wir gucken mal, können wir HD hier umstellen? Nee, wir können ganz normal auf Vollbild gehen. Und dann sehen wir ja hier, da bin ich direkt mit meinem Telefon. Und dann sehen wir den ganzen Spaß hier einmal schon drüber. Minimale Zeitverzögerung ist immer noch völlig im Rahmen. Das geht also soweit klar. Wir können jetzt einen Videoanruf darüber starten. Das heißt, ich kann jetzt hier direkt eine Videoaufzeichnung dann machen. Und dann sagt er mir, ich brauche erstmal den Speicherzugriff. Das ist erstmal ganz wichtig, weil ich die App jetzt hier bei mir auf dem Telefon sozusagen neu benutze. Und wenn ich das jetzt mache, kann ich hier sozusagen eine Aufnahme aufnehmen. In dem Moment, wo ich jetzt hier auf mein Telefon gucke, nimmt er jetzt auf. Drahtlos, hat die Bewegungserkennung gerade aktiviert. Ich habe jetzt noch keine Speicherkarte drin. Es wird alles direkt auf meinem Telefonspeicher gespeichert. Jetzt haben wir das Ganze. Wir können im Album reingucken. Da kann ich mal reinschauen. Mal sehen, ob das auch mit Ton ging. Nee, das ging anscheinend nicht mit Ton. Das war mir jetzt auch nicht ganz klar. Das heißt, Tonaufzeichnung, das funktioniert immer mit Micro-SD-Karte. Solltet ihr mal, was weiß ich, gerade einen Waschbär sehen an eurer Tür, der da gerade sein Unwesen treibt, dann könnt ihr direkt die Aufnahme so speichern, aber anscheinend dann auch nicht mit Ton. Ansonsten nimmt er aber auch gerne mit Ton auf. Wir können jetzt mal hier so... Achso, jetzt funktioniert das. Also ich spreche ins Telefon rein. Nee, Quatsch. Ich spreche noch nicht ins Telefon rein. Ich höre jetzt gerade, was die Kamera aufzeichnet. Das heißt, hier höre ich mich selber. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke. Hallo? Jetzt müssen wir aufpassen, dass es sich nicht übersteuert. Funktioniert also sehr gut. Das heißt, falls der Postbote an der Tür ist und ihr mal ganz schnell oben seid, was weiß ich, in einem zweiten oder dritten Geschoss, dann drückt ihr hier drauf. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Genau, müsst ihr gar nicht gedrückt halten. Und dann funktioniert das. Jetzt sehe ich gerade hier oben, müssen wir dann erstmal selbstverständlich den Ton ausschalten. Und wenn ich jetzt hier was sagen möchte. Genau, hier oben den Ton wieder ausschalten, sonst gibt es eine fette Übersteuerung drin. Also das ist soweit eine sehr simple Sache. Wir können damit Screenshots machen. Legen wir mal dahin, drücken wir mal drauf. Zack, haben wir direkt schon den ersten Screenshot gespeichert. Das Video ist natürlich gleich daneben. Kann ich ein bisschen ranzoomen, ist mit Digitalzoom nicht ultrascharf, aber reicht völlig vollkommen aus. Vollbild ist das hier. Screenshot machen, anrufen, dass ich jetzt auf vom Telefon per Mikrofon auf die Klingel sprechen kann. Hier oben drücke ich das Ganze an, damit ich halt vom Mikrofon vor der Tür höre, wie ich jetzt hier alles abhorchen kann. Dabei blinkt das oder leuchtet das Ganze blau. Wenn ich das ausmache,
sollte das eigentlich. Ah nee, das ist, wenn ich direkt per Video drauf zugreife. Stimmt, dann ist das allgemein so. Ansonsten, Playback funktioniert selbstverständlich nur mit der Micro-SD-Karte. Galerie habe ich euch gerade gezeigt, da sind Fotos und Videos drin gespeichert. Möchte ich einen Dark Mode nutzen oder lieber den Light Mode? Das kann man sich hier nochmal aussuchen. Und wie laut soll das Gerät klingeln? Da bin ich mal gespannt. Machen wir mal. So, jetzt kriege ich direkt auf mein Telefon die Benachrichtigung. Muss ich bloß drücken? Ja, genau. Bitte nicht ganz übersteuern. Wir machen mal spaßhalber auf ganz runter. Kann ich das denn? Ah! Okay. Das ist der größte Nachteil gleichzeitig der Klingel. Das ist mir letztes Jahr schon aufgefallen. Und zwar, es ist immer so, wir machen mal ganz kurz diesen hier. Wenn ich drücke. Mein Telefon vibriert jetzt. Wenn ich jetzt drauf drücke, dann habe ich jetzt gleich die Frequenz hergestellt. Wenn ich jetzt von oben das Ganze mal runter swipen lasse, mal sehen, tatsächlich steht das jetzt hier. Und zwar habe ich jetzt hier die Möglichkeit, pass auf, ich zeige es euch mal direkt so. Naja, wir müssen nochmal direkt rausgehen. So. Nanu? Eben ging's doch. Was ist denn jetzt schon wieder los? Das ist ja manchmal wirklich ein aberwitziges Spiel. Ich muss vielleicht die App nochmal komplett schließen, um dann zu sehen. So, also einer klingelt bei euch an der Tür. Normalerweise, wenn der Akkumodus richtig funktioniert, also bei mir ist es beim Xiaomi immer noch ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss die App meistens noch geöffnet sein. Jetzt klappt es. Okay, also beim Samsung-Telefon ist es so, da ist der Batterie-Saver nicht ganz so aggressiv. Da drücke ich drauf und es ändert sich sofort die Verbindung. So wie hier. Gut, machen wir wieder aus. Beim anderen Modus, hier steht es bei mir, ich habe einen Besucher. Wenn ich hier runter scrolle, dann, jetzt ist es wieder weg, da oben steht es drauf. Okay, kann ich jetzt an der Stelle erstmal wegwischen. Wenn die App läuft, sollte das eigentlich funktionieren. Ja, jetzt funktioniert es. Also es dauert manchmal von Telefon zu Telefon, ist das eine Einstellvariante. Beim Xiaomi ganz große Katastrophe wegen dem Akkusaver, aber so an der Stelle möglich. Auch hier nochmal ganz kurz zum Überblick. Er hat übrigens doch nicht dieselbe genommen wie die Viny Smart Video und hier ist die andere. Das ist also die neue. Hier steht es dann drauf am 20.04. um 8.33 Uhr. Das ist also heute. Da hat er auf jeden Fall was wahrgenommen und es hat jemand geklingelt. Da kann ich also auch nochmal direkt ins Protokoll reingreifen. Das funktioniert. So, jetzt sind wir da direkt drinnen. Dann kann ich nochmal zusätzlich schauen. Ich kann den Motion-Sensor kann ich aktivieren und in verschiedenen Empfindlichkeitsgraden einstellen. Low, Medium oder High. Das funktioniert soweit auch sehr gut. Kann ich auch ausstellen, weil wie gesagt, jedes Mal, wenn wer vor meiner Tür durchläuft, kann es durchaus möglich sein, dass das Ding mir einen Alarm schickt. Das ist manchmal ziemlich uncool. Das stört dann doch schon. Ansonsten, je nachdem, wenn ihr in einem Gebiet wohnt, wo kaum einer vor eurer Tür rumlungert, dann kannst du das auf Medium oder High stellen. Dann kommt der Bewegungssensor sofort zum Einsatz, sofern hier dann irgendeine Bewegung durchgeht. Normalerweise kommt die Benachrichtigung dann binnen von ein paar Sekunden rein. Aber das ist leider nicht zu 100% sicher. Wir machen mal kurz Sirene. Das ist manuell, das heißt, falls ihr mal irgendwen seht, der bei euch nichts zu suchen hat, könnt ihr das Gerät anschalten und wir können selbstverständlich hier über die Lautstärke noch das Ganze einstellen. Achtung! Sehr unangenehm für die Ohren, aber wie gesagt, das funktioniert auf Lautstärke 1. Was mich hier sehr stört, ist, dass wenn einer draußen klingelt, dann muss es ja nicht drin, also nicht draußen klingeln, sondern drin. Aber bei der Klingel ist es halt so. Es klingelt halt immer draußen mit und du kannst es anscheinend nicht deaktivieren. Das war letztes Jahr schon das große Problem. Frag mich wieso. Man kann die Lautstärke mittlerweile runterstellen, aber ich kann sie nicht komplett deaktivieren. Das ist schon ein bisschen, naja, strange, muss ich an der Stelle sagen. Jetzt gucken wir mal hier oben rein. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, alles über das Device nochmal direkt rauszufinden. Da brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen. Die Basic-Funktion kannst du einstellen, ob du bei dem Zwei-Wege-Audio das Ganze gedrückt halten möchtest oder ob du das einfach nicht gedrückt hältst. One-Way-Connection heißt, ich muss gedrückt halten. Two-Way-Connection heißt, einfach so wie im Babyphone, ich kann reden und gleichzeitig hören, was mein Gegenüber sozusagen so sagt. Screen-Flip ist eigentlich ganz einfach. Dann ist sozusagen, wenn die Kamera auf dem Kopf montiert ist, dann kannst du
das Telefon natürlich auf der anderen Seite sozusagen statt so halten, so halten. Nur mal, damit man das versteht. Den Statusindikator kann ich doch endlich ausstellen. Das ging letztes Jahr, glaube ich, noch nicht. Wozu ist das gut? Zeige ich euch jetzt nochmal. Wenn wir in den Video-Livestream direkt reingehen, ist jetzt der Statusindikator deaktiviert. Sollten wir jetzt aber nochmal direkt zurückgehen, hier oben rein, Basic Settings, da machen wir nochmal den Statusindikator an. Und sobald du jetzt drauf zugreifst, leuchtet sozusagen die Klingel in Blau. Das ist natürlich blöd, dann sieht natürlich jeder, dass du gerade aktiv auf deine Klingel guckst. Muss nicht unbedingt sein. Also meine Empfehlung an der Stelle, Basic-Funktion und Statusindikator ausschalten, damit diese blaue LED halt nicht die ganze Zeit leuchtet. Ist aber was anderes, wenn jemand klingelt, dann leuchtet das Ding definitiv blau und ich kann draufdrücken und kann den Livestream jetzt hier auch abfangen. Das funktioniert sehr gut. So, was kann ich hier noch machen? Hallo? Oh, ich kann sogar jetzt den Stimmenkonvektor nehmen. Hallo, hallo. Guck dir das mal an. Hallo, ich bin ein Roboter. Ist ja geil, das ging letztens noch nicht. Hallo. Ist ja geil. Kannst du also mit verschiedenen Stimmen hier interagieren? Das fetzt ja. So kannst du auf jeden Fall den einen oder anderen Klingelstreich zurückgeben, wenn dich irgendwer versucht zu pranken. Prankst du einfach denjenigen. Gucken wir mal ganz kurz rein. Was haben wir noch? Amazon Echo, das funktioniert, oder das probieren wir jetzt gleich nochmal aus. Tap to Run, die Automation kann ich hier einstellen. Was passiert meinetwegen, wenn ich jetzt hier eine smarte Klingel habe und eine smarte Türöffnung? Könnte ich das Ganze so verknüpfen, dass die Türöffnung beim Klingeln in bestimmten Situationen entweder automatisch angeht oder ein Licht dabei angeht? Das funktioniert auch, wenn ihr eine WLAN-LED habt, drücke ich hier drauf, gleichzeitig geht ein Licht an innen drin. Das würde auch unendlich viele verschiedene Funktionen noch geben. Ich kann einstellen, dass ich nur den menschlichen Körper rausfiltern möchte. Also Human Body Filtering heißt bei Katzen, Hunde, Dachse, was weiß ich, alles was Kleines, reagiert die Klingel jetzt nicht, sondern nur bei größeren Bewegungen in Körpern. Kann man machen, wie man möchte. Power Management, ab 10% ist sie im Batteriesparmodus und Power Source, hier steht es ja Batterie, weil ja keine Kontakte angeschlossen sind, finde ich auch ganz praktisch, weil so kannst du das Ding auch als IP-Kamera nutzen und von Raum zu Raum meinetwegen auch mal tragen, wenn ihr es jetzt nicht gerade als feste Türklingel haben wollt. Ansonsten war es das eigentlich schon. Offline-Notification, sobald die Kamera kein WLAN-Signal hat, kriege ich eine Push-Benachrichtigung. Das ist auch ziemlich clever. Was wir uns jetzt nochmal direkt anschauen werden, ist folgendes. Wenn ich das Ding hier in die Steckdose stecke, das mache ich jetzt hier einfach mal direkt bei mir unterm Tisch, dann müsste das Ding ja eigentlich gleich Strom bekommen. So, jetzt, ach guck mal, das ist ja interessant. Haben die sich jetzt schon connected? Das wäre ja genial. Ach, tatsächlich. Ach, guck mal, und ich kann anscheinend jetzt hier auch die... Pass mal auf, wenn das klappt, wäre es ja geil. Hä? Okay, nee, das funktioniert nicht. Also ich habe das jetzt hier bei mir unterm Tisch. Da ist es. Während jetzt hier die Klinge ist. Einfach nur hier drauf drücken. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Eben ging es doch. Ach, jetzt. Okay, das funktioniert also auch. Ziemlich genial. Wir können jetzt hier durchstellen. Okay, nur noch. Ach, Ton aus? Sehr cool. Ach, das geht also auch bis auf Ton aus, sodass man wirklich nur das Blinken sieht. Ansonsten haben wir hier die Einstellungen der unterschiedlichen, ja, ich sag mal, Töne. Da gibt es echt viele. Okay. Guck mal, das ist mit Ton aus. Das fetzt ja mal wirklich. Das heißt, ihr habt gleichzeitig das Blinken dabei. Es bleibt halt stehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt leuchtet das Ding natürlich trotzdem noch. Wahrscheinlich, weil sie Verbindung hergestellt haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt drücke. Okay, den Ton speichert er irgendwie noch nicht, da muss ich mich nochmal einlesen, wie das funktioniert. Aber jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu sehen, dass gleichzeitig mein Telefon reagiert und natürlich auch jetzt hier die Klingel unten. Okay, ich habe es jetzt mehrfach probiert, es ist immer noch nicht möglich, dass man hier die Videotürklingel sozusagen, ich habe es jetzt einfach mal umbenannt, der Einfachheit halber. Das heißt, wenn wir jetzt drauf gucken, Türklingel, kann ich das Ganze einmal so direkt auf den Stream packen. Das ist jetzt also dieses Gerät jetzt hier. Und jetzt habe ich sie so umbenannt, damit ich, wie gesagt, auch zu meinem Echo Show natürlich sprechen kann. Das ist jetzt die alte, das da oben ist die neue. Wenn ich jetzt drücke, passiert ja Folgendes. Das heißt, wir haben ja gerade gesehen, dass es da unten gleich klingelt.
Hallo? Okay. Klingelt da unten, klingelt da, geht auf meinem Telefon an. Ich sehe direkt live jetzt, was hier in dem Moment passiert. Ihr seht es ja jetzt, während ich jetzt hier so wackle. Was cool ist, dass der Echo Show als Video-Anrufgerät sozusagen auch noch funktioniert. Allerdings, was nicht funktioniert, ist, dass er mir das Video anzeigt. Das geht weiterhin nur bei der Ring-Doorbell. Es gibt bisher immer noch anscheinend keine Möglichkeit, das Ganze so fähig darüber zu machen. Also machen wir Folgendes, wenn ich hier drücke. Es klingelt rechts unten, es klingelt auf meinem Telefon, allerdings da nicht. Jetzt kann ich nur eins machen. Alexa, zeige Türklingel. Okay. Dauert immer einen Moment. Du musst natürlich vorher die Smart... Genau. Mach mal leiser hier. Die Smart Live App muss verbunden sein mit Amazon Alexa. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Ihr seht jetzt in dem Moment alles, was auf dem Echo Show ist, live von der Klingel. Natürlich mit Livestream, dann wird hier das blaue Licht an der Stelle angezeigt. Aber so kann man von seinem Echo Show auch immer mal gucken, ob vor der Tür was los ist oder nicht. Das geht natürlich vom Telefon auch. Was halt nicht funktioniert ist, dass wenn es klingelt, auf dem Echo Show was angezeigt wird. Dafür aber, wie gesagt, beim Telefon. Wenn ich jetzt einmal so drücke, machen wir so. Es klingelt weiterhin rechts und links, aber hier, wie gesagt, ihr seht es, im Livestream bin ich auf jeden Fall dabei. Der Rest funktioniert leider immer noch nicht. Trotz alledem eine ziemlich gute Sache, gute wahrscheinlich, weil ich es ziemlich praktisch finde, dass es jetzt nicht nur hier klingelt auf meinem Telefon, sondern endlich kann ich es auch darüber klingeln lassen, weil es klingelt ja leider immer noch nicht auf meinem Echo Show. Somit ist die Videotürklinge auf jeden Fall zu gebrauchen. Wir haben kein teures monatliches Abonnement, weil Smart Life ist ja kostenlos. Und dementsprechend können wir natürlich immer mal gucken, wenn ihr eine ältere Dame habt, die unbedingt mal einen Blick vor die Haustür werfen möchte. Die muss das nicht immer vom Telefon können, die braucht halt Internet und ein Amazon Echo Show, je nachdem. Aber das wollte ich an der Stelle bloß mal erwähnt haben. Was halt ziemlich praktisch ist, ist das kleine Gerät hier unten. Ich drücke noch mal kurz drauf und es klingelt einfach jedes Mal wieder und somit ist es auch nutzbar, muss ich ganz ehrlich sagen, denn das könnt ihr mitten irgendwo in der Stube platzieren oder im Arbeitszimmer und es klingelt so laut, dass jeder was hört und dann ist auch die Videotürklingel jetzt berechtigt, denn wir können an der Stelle sagen, endlich kann ich auch hören, dass wenn ich das Telefon auf lautlos habe, dass jemand bei mir klingelt oder anruft. Denn die Smart Life App kommt nicht mit jedem Gerät gleich klar. Das heißt, wenn ihr jetzt einen zu starken Akkumodus habt, der spart, dann müsst ihr das natürlich deaktivieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich besser, wenn man dann gleich nochmal unten so eine Steckdosenfunkklingel hat, die sich direkt damit hier verabreden kann. Und das ist eine ziemlich praktische Sache, finde ich persönlich. Und wenn man dann doch immer noch wissen möchte, wer vor seiner Tür steht und klingelt, dann kann man übers Telefon drauf zugreifen oder über einen Amazon Echo Show. Das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich verlinke euch die Winies Video Doorbell unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wie gesagt, ich habe jetzt keine Micro-SD-Karte reingemacht, weil es ja auch kein Unterschied. Ich kann das Ding jetzt, wie gesagt, so direkt speichern, die Videos. Oder wie gesagt, wenn ich jetzt im Endeffekt die Micro-SD-Karte habe und ich bin eine Woche im Urlaub, dann zeichnet er mir nachts und tagsüber immer was auf, wenn Aktivitäten vom Motion-Sensor sind oder auch nicht. Das brauche ich jetzt aber nicht, denn das habe ich jetzt ganz einfach so gesagt, wie es ist. Dann verlinke ich euch das Ding unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.